Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Hallo. Hallo. So, wir haben jetzt, sind hier beim Bienenhaus wieder. Wo ist die Vase? Die respawnt nicht. Die müssen wir. Sonst kann man nicht hier auch einfach ganz viel von dem Bienenzeug abbauen. Deswegen, wir brauchen aber noch was. Hat wer Gläser dabei? Was? Glas. Glas? Ja. Wir brauchen Glas, weil wir brauchen Honig. Glas habe ich dabei, ja. Also Flaschen meinst du sicherlich. Ja. Soll ich das abfüllen? Ja, ein bisschen. Weil macht halt doch mal 80 Leute. Na, dann können wir die rufen, oder wie? Dann können wir uns so wie so ein Köder bauen, halt. Okay, gut. Pack ich das denn in die Flasche? Nimm einfach die Flasche mit links, klick drauf kurz. Nee, du musst im Crafting-Menü gucken. Ach, stimmt ja. Ganz genau. Ja, ich stell 80. Mach mal, warte. Hab ich doch schon gesagt. Was macht das? 80 Leben. Geil. Was? Stell 80 Leben wieder her. Alter, hammer geil. Ich würde sagen, wir machen uns sau viele Honigtränke, oder? Ach. Na, ganz ehrlich, der Heiltrank bringt 100. Wir könnten uns nachher ganz große machen. Ja, der große. Ja, da oben sind ein paar Rubine. Willst du die nicht abbauen? Ich hab keinen Platz im Moment. Hab. So, ich hab jetzt 60. Sollte ein bisschen reichen. Wir müssen denn hier noch ganz viele Waren bauen. Wie viele brauchen wir denn da so ungefähr? Ich weiß nicht, also lasst mal so, dass wir insgesamt 100 haben, okay. Also ich bin bei 70. Ich habe allerdings auch, mal für die, den Zuschauern auch zu sagen, ich habe so Tattered Beavings gefunden. Ich weiß nicht genau, was das bringt, ob man damit jetzt eine Flügel bauen kann, wahrscheinlich. Ja, ja, ganz. Ich würde sagen, wir haben drin genug. Das, wir können ja hier ein bisschen 13. Ja, reicht. Warte, ich geb dir das mal. Gebt dir dann den Honig? Nee, ich hab keinen Platz. Achso, ich auch nicht. Du hast jedenfalls Platz für den Honig. Ja, für Waben hab ich auch. Also ich hab ja Waben im Inventar. Ja, die kannst du mir geben, aber die hole ich nicht. Ich denke, daraus macht man den Köder. Ja, aber den kann ich sowieso nicht hier herstellen. Ach so. Müssen wir das Ding denn hier im Gebiet rufen, oder? Da wurde eben irgendwas gedroppt, ich weiß nicht was. Das ist ein Atazive Bandage. Macht Immunität gegen Blutungen. Da schon wieder. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus, oder wie? Wir können auch noch tiefer. Ja, stimmt, wir brauchen ja noch Ärzte denn. Und die Zwillinge wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn wir die mal machen können. Das glaube ich nicht machen. Wir sind noch nicht bereit dafür. Wäre echt geil. Ein bisschen unbedingt so scharf jetzt auf den. Ah, das ist doppelt so viel Schaden macht. Du machst genug Schaden erstmal. Einmal nicht. Ey doch. Ich will aber mehr Schaden. Sonst kann ich ja schon mal zurückrennen, vielleicht. Ja, also. Ja, ich würde sagen, wir gehen doch jetzt zurück, also. Ja. Na, schon wieder Weinrebe und Hornissenstock. Ja, die brauchen wir ja nicht. Ja, deshalb habe ich sie auch gleich weggeworfen. Ja.
nachdem wir am Flügel, er ist trotzdem schneller. Wert? Fuck. Haben wir ihn endlich eingeholt. Ja, aber die Raketenstiefel sind ja auch nicht schlecht. Ich habe ja nicht nur die Raketenstiefel, sondern diese ganz fetten da. Ja, die hab ich ja auch. Ja. Yeah. Aber mir bringen sie halt herzlich wenig. Ja, sie bringen ja immer noch genug Boni. Ja, wenn ich irgendwas finde, was mir bessere Boni bringt, werde ich die Raketenstiefel, oder wie sie jetzt heißen, kaufen. Ich hab mal geguckt, wenn du... Der eine hat gerade ein Schwert gedroppt. Wie viel Schaden macht deins? Dein Schwert? Nee, gib mal her. Einfach her, weil der ist immer ein bisschen schlecht zum. Achso, okay. Meins macht, das macht 56 bei mir. Ja, dann ist da unten auch noch eins gewesen. Ist stärker als meins. Ja? Echt jetzt? Ja. Dann will ich das Piratenschwert. Naja, nee. Weiß nicht. Dominik, wenn du das haben willst. Na, ich guck mal, ob ich das verbessern kann, weil so ist. So kriegst du ja nachher aus deinem besseres. Na, ich guck mal sowieso, ob ich das jetzt verbessern kann, weil so macht mehr Schaden. Auf jeden Fall werde ich nachspielen lassen müssen, wenn ich das weiter nutze. Der hat minus 20% Tempo. Benutzt du es gerade? Das? Das was neue. Ja. Weil da war irgendwie doch neu, dass es ein Lichtstrahl schießt oder so. Ja, ja. Das ist eine Illusion. Das macht mein wahres Night Edge und das war bei Excalibur auch. Wollt ihr jetzt eigentlich zurück nach Hause? Ja. Ja. Gut, dann grab ich mich im Heiligen Gebiet schon mal runter. Weil bis ihr da Heiliges Gebiet bei uns geschaffen habt, da gucke ich doch schon mal in den Untergrund. Genau, das haben wir nämlich auch. Wir haben nämlich jetzt auch vor, bei uns ein heiliges Gebiet zu machen. Damit wir nicht so weit müssen, um falls wir im Untergrund halt Seen oder sowas suchen. Tom, baust du ab oder laufen? Wir laufen, oder? Lass mal einfach laufen. Und wie selbst meine. Wie selbst diese Abbilder Feuerschaden machen. Okay. Also es macht schon mal mehr Schaden als das Piratenschwert. Muss mal gucken, wie es mit einem vernünftigen Buff ist. Ja, du kannst die Schildkröten fliegen, ne? Kann ich denn auch dein Piratenschwert haben? Passt du mir noch am besten? Wollte gerade sagen, Felix kann sich ja eigentlich gut genug verteidigen. Ja, ich hab nämlich im Moment noch das, Bienenschwert. Es macht 27 Schaden. Boah, ist das putzig. Und es ist auf legendär, das heißt, es hat ordentlich Verbesserung. Das Piratenschwert ist agil. Das heißt, was für eine Verbesserung? Kritische Treffer plus und Tempo plus. Scheiße. Hey Felix, du wirst vernichtet. Verdammter Dreck. Kein Mana mehr. Und kein Leben. Irgendwie logisch. Okay. Bau das Scheißbett hier jetzt mal ab, ja. Im Dschungel. Ja. Mach's einfach. So. Erstmal wieder hinbauen hier. Okay, also jetzt direkt verbessern kann ich das Schwert nicht. Wie, du kannst es nicht verbessern? Also, ich kann es nicht zusammentun mit irgendwas. Ach so. LOL. Alter. Was denn? Kostet 10 Gold zum Nachschmieden.
Ach, das Bauschwein ist ja unten. Oh Gott, ich werde ein bisschen verfolgt. Auch nur ein bisschen, ne? Das ist ja wenigstens was. Ja, okay, 8% Schaden, 7% Tempo und 3% kritische Trefferchance. Ja, dementsprechend ist es jetzt auch schnell. Also kriegst du jetzt das Piratenschwert, Dominik. Genau. Mach doch mal, wer die Tür zu. Du weißt, dass Blutmond ist. Du weißt, was Blutmond ist. Ach. Ja? Mhm. Oh. Jetzt weiß ich's. Ich schätze, der Guide ist tot, oder? Nee, eigentlich nicht. Doch, der ist tot. Sonst retten wir eine. Scheiße. Da hinten ist ein Eisgolem. Was zum Teufel, ich komm. Wir haben leider keine Kanonkugel mehr. Ach, der macht doch gut Schaden. Komm rein, hier kann er uns nicht erwischen. Vorne Deckung von hinten. Warte mal, wie wird? Oh. Aua. Tut alles weh. Scheiße, ich hab den Spawn nicht gewusst. Ah, scheiße, sollte ich eventuell auch mal machen. Oh, scheiße, die Clowns. Mist, die Clowns werfen Bomben. Ja, zum Glück keine, die Gebäude oder so zerstören. Leute, ich geh mal zur Mauer. Wieso? Na, damit die nicht, da wo man ist, kann die nicht direkt spawnen. Das heißt, die spawnen nur hinter der Mauer und da kommen sie nicht rüber. Und die spawnen hier direkt am Haus. So, jetzt sehe ich das ganze Gebiet hier. Das heißt, ihr müsst einfach nur auf der anderen Seite gucken. Ich bleib dann mal im Haus, ne? Ja. Dass hier niemand spawnt. So. Also ist der Guide jetzt tot oder nicht? Ja. Weiß er. Wieso? Wollt ihr ihn gerade was fragen? Vielleicht? Ja, was denn? Ja, was ich mit den Dingern hier machen kann. So, ich frag dich. Und ich baue noch Pixie-Staub. Ich brauche 60 Pixie-Staub für den Stab. Nochmal 60? Ich hab noch ein paar Barren. Ein bisschen Erze hab ich dir jetzt zugeworfen. Wow, wie viel? Ups, jetzt hab ich eine Fackel abgeworfen. Yay, Titanium. Nochmal ein Barren. 25 und das sprechliche Barren. Achso, da habe ich auch noch Erz. 73. Den gib mal her. Du kriegst dafür ein Horn des Einhorns, Dominik. Komm mal her. Ich brauche keine Hörner mehr. Na gut. Du kriegst das hier. Jo, Alter. Macht ein bisschen mehr Schaden als Weiz. Den gib mal gleich her, Felix. Soll ich den Beekeeper verkaufen? Ja. Wollen wir denn jetzt schon ein bisschen unaussprechliche Rüstung oder wollt ihr beide jetzt erstmal einen Bohrer? Nee, Rüstung. Nee, ich würde keine Bohrer daraus machen. Du siehst ja, dass wir noch zwei Erze vor uns haben. Warte, ja. Tom, ich hab Erze. Viele. Also 18 Barren habe ich, die hat mir irgendjemand zugeworfen. Tom, du wolltest doch Haifinnen haben, oder? Nein, das braucht Dominik. Ganz genau. Okay. Achso, was braucht man noch für den Bienenköder? Tom, hier ist noch wilde Klaue. Hast du eine?
Eine wilde Klaue? Die macht plus 12% erhöhtes Nahkampftempo. Wo? Vorne, in der ersten Kiste in der Reihe. Könnte für dich ganz nice sein, also. Wilde Klaue da. LOL. Nehme ich doch. Bei uns fehlt da oben immer noch eine Tür. Und ein paar Wände, glaube ich. Von Lukas. Ja, die habe ich nee, die von Lukas habe ich nicht ausgebaut. Ja, wo sind meine Hörner des Einhorns? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, wollen wir jetzt die unaussprechliche Rüstung? Wollen wir uns die jetzt machen oder überspringen wir die? Keine Ahnung. Mit der unaussprechliche. Die unaussprechliche willst du überspringen? Na, weil ich hätte jetzt genug Waren für eine komplette. Vom Unaussprechlichen? Ja, habe ich 70 Waren. Dann mach mal eine Rüstung. Ja, in was für einer Form denn? Puh, wer von uns soll als erstes eine bessere Rüstung kriegen? Überlege. Ah, Kämpfer? Ja, wird gerade so. Also kann endlich. Ich mir machen, oder was? Ja. Danke. Wo ist der Guide? Ich danke vielmals. Auf meiner Seite. So, den können wir ja. Können wir auch gucken. Soll ich die alte denn verkaufen, die Palladium? Hat Lukas schon eine? Hallowed-Baren hatten wir noch nicht, ne? Schätzen wir, dass das, was wir noch nicht abbauen können. Oh, ja, genau. Hallowed-Baren? Wieso? Damit kann man sich eine Frostrüstung machen. Die hätte ich ganz gerne irgendwann. Na, hello. Macht mehr Nahkampf- und Fernkampfschaden. Hat zusammen eine Rüstung von 43. Okay, ich hab. Für jedes Teil braucht man jetzt, halt für den Helm und die Hose 10 Baren. Ne, für den Helm 10, für die Hosen 16 und für den Oberteil 20 Baren und halt je einen Eiskern. Na, ich brauch für Excalibur heilige Baren, also hallo. Hab da mal hier bei der einen Tante nachgefragt wegen heiliger Saat. Nee. Nein, noch nicht. Ich wollte. Ich könnte mir, wenn wir noch einmal Lindwurm machen, Bienenflügel machen oder Eisflügel. Eisflügel? Ja, Eisflügel. Seit wann? Ich habe eine Eisfeder vom Golem bekommen. Achso. Hier mal zu dem Ding. Ich habe. Ich mache mir eine Eisflügel. Ich habe Blindfold bekommen. Wenn man das mit 4 anderen Items zusammenpackt, also die ganzen Immunitätsdinger, dann kriegt man Ankh, Kam und das garantiert Immunität gegen die meisten Debuffs. Hey, gib mal her kurz. Was muss man dafür? Was ist das für ein Teil, was man zusammen machen muss? Guckst du einfach an. Blindhold. Warte. Darf ich mir das irgendwann machen? Ja, wenn wir es hinkriegen, kriegt das jeder, weil gegen die Buffs ist nicht schlecht, ne? Ja, warte, ich such mal zusammen, was wir dafür schon alles haben. Also Bezor, dieses gegen Gift habe ich ja. Gegen Verlangsamung. Ja, warte, ich hol mal schon ein paar, ich hol mal die Buff-Dinger jetzt. Haben wir einen Titanhandschuh? Nee, ne? Nein. Warte. Bist du, glaube ich, vom Golem? Nee, den kriegst du ja. So, Wollen wir die Meteor-Rüstung nicht verkaufen? Ehrlich gesagt, würde ich die für Erik aufheben, aber ist auch Quatsch, ne? Der macht nicht mehr mit, die Staffel. Also, ja, das. Jetzt so. Sag mal, wo ist denn mein Felix, kannst du, glaube ich, die Frost Spark Boots nehmen. Die hier oben sind. Ja, aber ich hab die nicht mehr an. Kann ich die nochmal kombinieren?
Das ist schon das Höchste. Die sind schon vollends kombiniert. Ein Gold habe ich jetzt für den Beekeeper bekommen. Und 67 Silber. Ach Leute, ich kann auch keinen Umhang mehr tragen. Schade. Übrigens, dieses richtig fette, was ich dir heute schon erzählt hatte, Tom, das kriegst du von der Fleischwand. So mit einer Wahrscheinlichkeit. Dieses Riesenschwert. Ja, ich weiß. So von der Fleischwand. Wartet mal, wenn der Guide gerade da ist, ne? Er ist da. Ja, ich weiß, dann werde ich jetzt kurz, nochmal, ich will ihn noch kurz was fragen. Dann würde ich sagen, holen wir, dass ich jetzt meine Flügel bekomme. Und dann ein bisschen Fleischwand dann? Und dann nochmal Fleischwand, genau. Ich frage ihn das jetzt nochmal und dann machen wir Lindwurm und Fleischwand, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Lol, vor allem. Du kannst ja aus den drei Emblemen zusammen, kannst du ja ein Emblem machen. Ja, ja. Das habe ich auch schon gesehen. Das ein Emblem bringt weniger Boni. Aber auf alle. Ja, aber... Wir haben uns ja schön spezialisiert, von daher wäre es Schwachsinn. Hast du die Puppe bei, Felix? Oder wo rennst du hin? Ich hab die Puppe dabei, ja, aber ich wollte nochmal ins heilige Gebiet jetzt. Ich wollte mich einmal runtergraben, wenigstens. Weil die Kristalle braucht man ja nicht für wenig Sachen. Gesegnete Saat. 20 Silber. Soll ich ein bisschen kaufen? Alter, wir brauchen noch eine Treefold Map und Vitamine. Wofür? Damit kann ich das Item machen. Dieses Ankh-Dings oder was? Genau. Okay. Gute Sache. So, ich häng mal jetzt bei uns ins Haus ein bisschen gesegnete Saat. Bist du im Boden, genau. Hau einfach. Ich würde sagen, davon kaufen wir irgendwann mal ein bisschen mehr. Ja, auf alle Fälle. Wie teuer sind die? 20 Silber. Ja. Okay. Naja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Also dann erstmal. Tschüss. Tschüss.